Und wir fragen nach bei Demjan von Osten in Moskau. Sie haben ja diese Rede verfolgt, knapp ein Jahr nach dem Überfall auf die Ukraine. Was waren die zentralen Punkte von Russlands Präsident Putin? Also tatsächlich hat die Rede von Russlands Präsident Putin heute überraschend wenig Neues hervorgebracht. Überraschend deshalb, weil die russische Gesellschaft ja spätestens seit der Teilmobilisierung im vergangenen September in einer Form von Alarmzustand ist und viele Menschen in Russland verstehen möchten, wie und wann dieser Krieg in der Ukraine enden kann. Dazu hat Putin sehr wenig gesagt. Auf das Militärische ging er fast überhaupt nicht ein, hat nur signalisiert, dass man natürlich die Soldaten unterstützt müsse und hat ansonsten bekannte Positionen wiederholt, dass eigentlich der Westen verantwortlich sei für den Krieg und der Westen in der Ukraine eine Form von Anti-Russland schaffen wolle, mit dem Ziel, Russland zu vernichten. Das einzig Neue ist vielleicht, dass Russland gesagt hat und Putin gesagt hat, man wolle den New START-Vertrag vorübergehend auf Eis legen, der Vertrag über strategische Atomwaffen, aufgrund eines Streits um Inspektionen. Kurz auch noch dies, es gab ja ein großes Publikum. Wie ist die Rede aufgenommen worden? Ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen, aber große Begeisterungsstürme sind ausgeblieben. Es gab den obligatorischen Applaus und ich hatte schon den Eindruck, dass nach spätestens anderthalb Stunden der Rede auch dem einen oder anderen im Saal durchaus langweilig wurde. Demjan von Osten, Dankeschön nach Moskau.